Ja, und ein herzliches Hallo wieder zu Ride the Game. Heute fahren wir wieder eine Runde. Aber jetzt geht's. Genau, hier bei der dritten Veranstaltung sind wir hier Supersports. Und zwar kommen wir jetzt zu den Classic Supersports. Da werden wir jetzt einmal zur Abwechslung wieder mal. Was werden wir fahren? Ja, die ist eh ganz okay. Einzelrennen. Jetzt. Ah, da haben wir ja schon eine. Na, ist ja geil. Die werden wir gleich einmal anpassen, genau. So, da sind wir wieder durchgehen. Alles rein. Luftfilter natürlich. Schauen wir mal, wie viel PS das wir da rauskitzeln können. Ah, danke für den Hinweis, dass ich da immer auf der Strecke dann direkt Moment, was haben wir da? 121, Agrapovic. Schwarz oder grau? Ne, den schwarzen. Dass man da noch einmal Öl wechseln kann, auch direkt dann auf der Strecke, glaube ich. Wenn wir dann kurz einen Blick dann reinmachen auch. So, das Renngetriebe natürlich rein, dass es schneller geht. Der Quickshifter. So, dann noch die Kette, dann haben wir das schon wieder. Gleich die letzte, sehr gut. Zack, Bremsenfederung. Nehmen wir mit. Und die Bremssättel natürlich auch. Nur das Beste hier. So, was nehmen wir hier für Bremsschläuche? Rot geht fast immer. Kurz gelb. Nö, rot ist schon. Das passt schon. So, Federung. Hey, die, was ich immer nehme. So. Blinker und das Ganze. Ja, die alten Blinker, die großen Orangen, die sind jetzt nicht so der Burner. Ja, da fahren wir so, das passt schon. Da tun wir uns immer ein bisschen abwechseln. So, die Originalspiegel und dann haben wir hier wieder nur immer die gleichen, leider. Ja, die schauen ein bisschen groß und weit aus, die werden wir abmontieren. Hoppala. Wo bin ich jetzt? Genau, zack. Sehr schön. Da brauchen wir nicht viel herumspielen. Wie will die Rot ausschauen, theoretisch? Na, das passt irgendwie nicht für den Bremshebel, ich weiß nicht. Nehmen wir es dein Weiß, das passt ganz gut. So, oder? Wie will das ausschauen auf Rot? Ganz geil. Das nehmen wir gleich Rot wieder. Genau, das passt auch ganz gut. So. Mhm. Ja. Ja. Kann man lassen. Das war jetzt eins zu weit. Das hätten wir noch. Oh geil, da haben wir ja verschiedene Lackierungen, die können wir uns dann einmal umlackieren auch, aber jetzt bleiben wir mal hier. Dann brauchen wir natürlich noch den Slick, wie immer. Kein Thema. Und noch eine Felge.
Aber ich glaube, ah, das ist unten noch dazugekommen, aber ich glaube, das war es jetzt ziemlich. Da gibt es, glaube ich, keine Verbesserung mehr. OZ schaut eh ganz geil aus. Gelb würde, ja. Ah, nehmen wir wieder. Oder nehmen wir diesmal einmal schwarz. Oder so. Oder weiß. Nehmen wir diesmal mal weiß, das passt schon. So, fertig. Zack. Wo kann ich jetzt meinen. Genau. Ja, dann brauche ich nicht mit der. So, für die alte. Was habe ich denn da? Was haben wir da für eine Montur? Wieder die falsche Taste, das gibt's ja nicht. Mal, nehmen wir mal hier F1. Mit der Hose an. Das ist die Hose? Nein. Ja, wieso ist die so durchsichtig? Eigenartig. Ah ja. Was ist jetzt wieder? Geht er wieder raus. Ja, das ist natürlich immer geil. Wir haben, was haben wir für Farben drinnen? Schauen wir mal kurz. Ah, die gefällt mir gerade ganz gut. Ja, die nehmen wir gleich. Ist zwar kein Gelb dabei, aber macht nichts. Hier haben wir was Gelbes dabei. Sehr schön, das sieht ganz nice aus. Passt wahrscheinlich gerade überhaupt nicht, aber egal. So, gibt es eigentlich einen Old-Style-Helm in die Richtung irgendwie? Das schaut eigentlich auch ganz cool aus, aber passt irgendwie nicht so ganz hin. Was könnten wir da nehmen? Ja, scheiß drauf. Nehmen wir irgendeinen. Ja, das passt auch ganz geil eigentlich. Das haben wir eh schon gekauft gehabt, genau. So. Gehen wir mal rein. Ja. Ist nicht so berühmt, aber ja. Man kann ja mal daneben greifen. So, los geht's. Das ist die originale Suzuki. 2000er Baujahr. G6R. Und jetzt kommt gleich meine Variante hier. Jawohl, sehr schön. Supersports. Bike-Einstellung. Da kann ich das Öl wechseln. Federung kann ich nicht. Getriebe kann ich es eigentlich auch nicht wechseln. So, was haben wir da? Gehen wir wieder auf Mittel. Geiler Sound schon mal.
Und los geht's. Sonderbild zurückdrehen, weil es extrem laut gerade. Achso, ich glaube, das sind nur alte Motorräder, so habe ich jetzt da mich irgendwo vertan. Heckteil. Warum fanden sie das damals so geil? Verstehe ich nicht. Ach du meine Güte, wie lange braucht der zu umlegen? Na gut, so wissen wir die nächste Runde. Oh, geile Einstellung hier. Cool. Geiler Sound, ja? Na, kriegen wir die zwei da vorne noch? Das ist die Frage. Stellenweise kommen wir ein bisschen näher. Allerdings außen, das war schlecht. Jetzt habe ich ja früher umgelegt, noch immer fast zu spät. Leicht ins Trudeln gekommen, das war nicht gut. Eieiei. Da kommen schon die zwei grünen Torres hier. Warum bremsen die alle so spät? Das gibt's ja nicht. Wenn wir rausbeschleunigen, sieht's ja dann wieder nicht so gut. Ja, letzte Runde schon wieder. Ja, was war denn das wieder hier? Ja,
Ah, kleine Showanlage. Super, die geben auch noch eine mit. Das hat sich wieder ausgezahlt. Bei den zwei Grünen. Ja, und noch irgendwie den dritten Platz hier gerettet. Na Gott sei Dank. Puh. Ei. Naja, immerhin. Ja, synchronisieren brauchst du eh nicht. Und weiter geht's. So, eins schneller sehen wir noch fahren. Das geht schon aus in den Bad. 16 Minuten haben wir. Das kriegen wir noch hin. Ja, wenn ich wieder so lange laden würde. So, Einzelrennen, ne, das brauche ich nicht. Den Track Race, Kopf an Kopf. Aber ein Track Race. Die andere Strecke mag ich jetzt auch nicht. 119, da bin ich gerade 121 gehabt. Da habe ich doch vertan. Aber wo kann ich jetzt noch einmal das Öl wechseln? Verstehe ich nicht. Ich habe das verstanden jetzt hier drin, irgendwo im Menü, aber irgendwie. Auch komisch, dass da nur die eine Strecke gibt, immer das gleiche. Naja, vom Design her. Also hier kann ich kein Öl wechseln, haben wir gesehen. Vielleicht müssen wir draußen noch einmal schauen. Sound ist schon mal geil. Schauen wir mal in unserer alten Maschine da was reißen gegen die neuen. Jetzt rote kommen wir gar nicht, wir knapp über 13 schalten wir. Nochmal geschalten. Na, schaut gut aus, aber der letzte könnte wieder interessant werden. Hat so ein Highspeed gar nicht gesehen. Und schon geht's ins Halbfinale. Los geht's. Ah, schön hier. Die 13 schalten wir. Ah, Armaturenbeleuchtung wäre noch geil. Ah, 2,47. Ah, und der Kollege ist nicht weit weg. Das könnte jetzt interessant werden gegen Terry Rue. Könnte knapp werden. Alle vor ihnen. Und los geht's. Na, schaut aber gut aus, da hat dieselbe Maschine. Ah, ist doch schon rot da oben. Ich sehe es jetzt, sehe ich es gerade oben an der Drehzahl. Ah, passt schon. Ah,
Ah, sehe die Kamera, ja. Jetzt habe ich nicht mehr in die 6. geschalten, ob das unter Umständen ein bisschen mehr gebracht hätte, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich dachte. Jetzt muss ich nochmal schauen bei den Event. Ich dachte, das sind nur die so eine alte, da habe ich mich wieder ein bisschen verschaut gehabt. Wahrscheinlich nur, weil man nur den zum Kaufen anzeigt hat oder so. Da müssen noch irgendwo die Kriterien stehen. Ja, das andere lasse ich wieder auskopfen, Kopf, glaube ich. Nö, muss nicht sein. Classic Supersports, verstehe ich nicht ganz. Erlaubt Bikes, Classic Supersport. Was zeigt er mir da an? 2004? Ach so! Naja, okay. 2004 zählt auch dazu zum Beispiel, okay. Naja, macht ja nichts. Wir haben jetzt ein bisschen eine ältere gehabt. So. Das reicht mir eigentlich schon wieder. Und dann können wir hier schon reingehen. Hier Einzelrennen. Das brauche ich nicht. Boah, Leute, Manikur. Puh. Teamrennen. Miami. Startrennen. Na, brauche ich nicht. Manikur. Das holen wir uns einfach aus. Das letzte wieder. Da werden wir vielleicht dann nur die Championship fahren beim nächsten Part, glaube ich. Das andere ist wieder relativ uninteressant eigentlich. Teamrennen, ja, nö. Auch nichts Besonderes eigentlich. Da können wir eh genug verdienen. Dann ein Mini-Ausblick zum nächsten. Ah, und da dann Historik. Da, wenn jetzt noch ein bisschen die Älteren kommen. Können wir da nicht mit dem fahren, vielleicht sogar, unter Umständen. Okay, schwarzer Bildschirm ein bisschen lang. Pro Modern Superbikes. Ja, immer die komplett gleichen Strecken. So, was können wir da kaufen? Elite Trophy 7, eine Ducati. 1000 Euro, das ist auch geil. Eine Honda VTR 1000 SP2. Der hätte 180. Ach du Scheiße. Ja, okay. Fireblade ist einmal ganz geil. 1005er, 100, ja, das passt. Eine Ninja. Momentan Ninja, da ist es aber wieder das gleiche im Prinzip. Deswegen bleibe ich mal bei der Fireblade. Die brauche ich auch nicht von dem BS hat die auch nicht. 1000er G6R ist auch geil, aber sind wir auch gerade gefahren. Leute, ich glaube, das wird eine Honda. Die kaufen sich aber gleich, dann haben wir es gleich. So, was nehmen wir für ein Design? Ja, da muss ich ja die Repsol nehmen, oder? Das ist ganz klar, obwohl das natürlich auch alles relativ cool ist. Ganz klar die Repsol-Lackierung. Ganz klar. So, die werde ich aber das nächste Mal, glaube ich, vorher schon tunen, dass es nicht ein bisschen zu langweilig wird für euch. Und dann starten wir gleich direkt mit der Meisterschaft im Rennen. Also ich darf mich recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal hier mit der Repsol Honda Abschlussrennen. Also Abschlussrennen, das ist dann schon hier beim neuen dann. Das ist dann im übernächsten Part sozusagen. Race Legends Superbikes. Ah, da brauchen wir schon wieder andere, okay. Schauen wir mal durch. VTR. Auch witzig. Suzuki, ja. Das werden wir uns dann anschauen. Im Detail natürlich. Braucht man in der Veranstaltung unterschiedliche Motorräder, auch nicht schlecht. Classic Superbikes, das war aber jetzt das. Was braucht man ersten? Bremer oder Superbikes, okay. Zwei Zylinder-Legenden.
Ja, wahrscheinlich Ducati oder so. Vierzylinder, Vierzylinder. Was haben wir hier? Einzelrennen, Einzelrennen. Team. Team. Verstehe ich nicht. Team. Und Meisterschaft. Gar keine Rennstrecken hier. Ja, eine. Naja. So, das war's mal, Leute. Da steht schon meine Repsol, obwohl das ein Blödsinn ist. Ich brauche die andere. Aber schaut zumindest cool aus, oder? Ja. Passt. Da wünsche ich euch noch was. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.